Was geht, Leute? Ich bin Valentin und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar sprechen wir heute über die neuen Nike Off-White Blazer. Und ein kleiner Hinweis an der Stelle, wenn ihr auch in Zukunft Videos über die neuesten Sneaker-Releases sehen wollt, wie jetzt über die neuen Off-White Blazer, dann würden wir uns freuen, wenn ihr an der Stelle schon mal ein Abo da lasst, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ja, die beiden neuen Nike Off-White Blazer sind jetzt tatsächlich die ersten beiden Schuhe, die rausgekommen sind nach dem Tod von Virgil Abloh. Die sollten ja eigentlich ursprünglich im Dezember 2021 rauskommen. Da war natürlich klar, dass jetzt einfach aus Respekt vor der Person Virgil Abloh einfach mal innegehalten wurde, dass das Ganze einfach respektiert wurde und da eine Pause gemacht wurde. Ja, jetzt nach Absprache mit seiner Frau sind die dann doch rausgekommen und es wird nicht nur bei diesen beiden Paaren bleiben, sondern es werden auch in Zukunft höchstwahrscheinlich noch weitere Paare rauskommen und da wird man natürlich sehen, wie das Ganze dann ausschauen wird. Und wir sprechen nochmal kurz über die beiden Schuhe. Auch hier hat sich Virgil Abloh wieder extrem am Archiv orientiert, also ist da auch wirklich wieder rumgewühlt und hat sich Sachen rausgesucht, die er auf diesem Schuh verewigen kann. Er hat sich da vor allem an drei Sportarten orientiert, das wäre zum einen Basketball, dann Trailrunning und das letzte war Skateboarding. Also an diesen drei Sportarten hat er sich orientiert, um so ein paar kleine Details zu nehmen und die dann auf diesem Schuh zu verewigen. Und was das genau für Details sind, da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, wenn wir genauer über den Schuh sprechen. Dann schauen wir uns natürlich auch die Box an und ich persönlich finde, dass die Boxen mir immer extrem gut gefallen. Bei allen Off-White-Releases finde ich die immer sehr, sehr schön, denn die erzählen alle so ein bisschen eine eigene Story, haben viele kleine Details auf dem Karton. Und der Karton hier ist tatsächlich ein bisschen schlichter als jetzt die letzten beiden Kartons. Bei den Jordan 2ern war es ja so ein durchsichtiger Karton. Und bei den Off-White Dunks war es ja extrem auffällig mit so ein paar Stickern, mit diesen Lotnummern an der Seite auch abgedruckt. Und hier ist es so ein bisschen schlichter. Wir haben hier vorne nur diesen großen Nike Swoosh drauf. Dann haben wir an der Seite nochmal das grüne Off-White-Logo und natürlich diese ganzen kleinen Do-It-Yourself ausgestanzten Löchern, wo jetzt kein transparentes Material mehr dazwischen ist, sondern einfach nur diese Löcher. Und dann sprechen wir natürlich über den Schuh für heute und das ist das weiße Paar. Es kam auch nochmal ein schwarzes Paar raus, das blenden wir euch einmal ein. Da könnt ihr dann auch nochmal anschauen, wie sieht denn das schwarze Paar aus. Es sind exakt die gleichen Materialien, die hier verwendet wurden, auf dem weißen und auf dem schwarzen. Nur natürlich die Farben sind anders. Bei dem anderen ist ein All-Black-Paar mit so ein paar grünen Applikationen und hier haben wir das weiße Paar. Natürlich das größte Detail bei dem Schuh ist natürlich dieser kleine Fersenclip und ja, die Inspiration kam hier vom Air Terrahumara. Das ist auch ein Schuh, den wir euch einmal einblenden, da könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wo kam denn diese Inspiration zu diesem Fersenclip her. Und ist auch hier extrem auflicht, da natürlich eine schwarze Farbe verwendet wurde und der Rest des Schuhs eher hell gehalten wurde, fällt natürlich auch extrem ins Auge. Was ich natürlich auch erwähnen muss am Anfang, ist, wenn man sich den Schuh einfach mal ansieht, also wenn man ihn aus dem Karton rausnimmt, ist es nicht so, dass man nach 10 Sekunden direkt den Schuh gecheckt hat und weiß, okay, der Schuh hat die und die Details. Ja, man findet immer weitere Details, wenn man sich den Schuh so ansieht und das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Und da gehen wir aber mal auf ein paar kleine Details ein. Jetzt haben wir hier einmal an der Seite komplett um den Schuh herum, außer vorne wie so eine Art Mudguard in so einem dickeren Leinenstoff in beige gehalten. So ein kleines, so ein anderes Material auf diesem Schuh. Dann haben wir natürlich auch den roten Swoosh hier an der Seite mit diesem kleinen Tag in blau gehalten. Und auch hier haben wir so wie bei den Nike Off-White Dunks dieses Overlacing-System, das hier in gelb gehalten ist. Also hier nochmal eine starke Kontrastfarbe zum Rest des Schuhs. Und natürlich auch immer bei den Off-White-Schuhen ist dieses Innenlogo mit dem Standort von Nike abgebildet. Auch hier so ein bisschen, ich würde sagen, nicht Schriftgröße 50 oder sowas, sondern ein bisschen kleiner gehalten. Also ein bisschen dezent, auch generell wie der Swoosh, also sehr, sehr dezent. Und auch hier haben wir wieder die Schaumstoffzunge, wo vorne nochmal drauf steht Nike Off. Das haben wir auch bei jedem Off-White-Schuh. Und ein weiteres sehr, sehr cooles Highlight als letztes Detail. Detail ist das Off-White Tag. Das hatten wir auch bei jedem Off-White Schuh mal mit dabei. Und da war es ja immer so ein normales Plastikmaterial mit den Off-White Infos nochmal auf dem Tag. Und das ist tatsächlich hier nicht der Fall. Also ist hier nichts drauf irgendwie abgebildet, sondern es ist komplett in weiß gehalten und es ist kein Plastik, sondern es ist in so einer Art Samtoptik. Also auch hier haben sie wieder so ein bisschen was anders gemacht und ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Und dann denke ich, hätte ich jetzt mal, ein Detail haben wir noch, habe ich fast vergessen. Das sind natürlich die Löcher, diese Do-It-Yourself-Löcher, die wir auch auf dem Karton drauf haben. Und hier ist es tatsächlich nicht so der Fall wie zum Beispiel bei den Jordan 5ern, denn da war ja einmal in der Zunge so ein Loch und dann bei den Schuhen war da nochmal so ein transparentes Material dazwischen. Das ist hier nicht der Fall. Also wenn ich einfach mal den Finger hier durchgehe, sieht man, dass man in jedem Loch also kein Material mehr dazwischen hat. Und das wäre es tatsächlich dann doch gewesen mit den ganzen Details. Und wenn ich nochmal weitere Details von dem Schuh auffallen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, denn ich denke mal, ich habe bestimmt ein oder anderes Detail vergessen und dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann kurz noch was zum Sizing. Und zwar habe ich in dem Schuh eine US 9 genommen, habe auch in meinen ganzen anderen Schuhen eine US 9 und muss hier sagen, dadurch, dass der Blazer so ein bisschen enger her ist vom Fit, muss ich da sagen, geht auf jeden Fall Schuh to Size.
Wenn ihr ein bisschen mehr Platz haben wollt, könnt ihr auch gerne eine halbe nach oben gehen, aber da kommt natürlich das Problem, dass ihr dann vorne umso mehr Platz habt und deswegen finde ich, dass das auf jeden Fall so klar geht. Deswegen geht da meine Empfehlung raus, geht auf jeden Fall Shoe to Size. Und ja, dann muss ich drüber sprechen, wie finde ich denn den Schuh, und da spreche ich natürlich über den weißen und den schwarzen, haben wir jetzt nicht besprochen, deswegen, wie finde ich denn den weißen? Und da muss ich sagen, dass es mir sehr, sehr gut gefällt, dass wir einfach extrem viele Details auf diesem Schuh haben. Also wenn wir uns den Schuh ansehen, findet man immer weitere kleine Details. Und da ist natürlich der Spielraum extrem gering zwischen, okay, der Schuh sieht noch gut aus oder ist einfach extrem überladen. Hier bin ich jetzt gerade nochmal so an der Grenze, also ist genau die Mitte. Was mir an dem Schuh jetzt nicht so gut gefällt, sind diese Do-it-yourself-Löcher. Also ich hätte es da nochmal ein bisschen mehr gefeiert, hätte man da nochmal so ein paar transparente Materialien oder irgendwas anderes noch dazwischen gemacht. Ich bin jetzt nicht so der Fan, wenn es einfach so eine Art offener Schuh ist. Deswegen ist das nicht so ganz meins. Im Großen und Ganzen sehr, sehr cooler Schuh mit vielen kleinen Details. Und da draußen gibt es wahrscheinlich einige Fans, die den Schuh sehr, sehr cool finden. Und dann interessiert euch natürlich auch, wie viel hat der Schuh denn gekostet und wann ist er rausgekommen. Und zwar ist er am 8. April rausgekommen, zusammen mit dem schwarzen Bau. Und beide haben 140 Euro gekostet und sind bei den gängigen Retailern rausgekommen. Und dann interessiert mich natürlich, wie findet ihr denn den weißen oder den schwarzen? Welcher von den beiden gefällt euch denn besser? Und auch generell, wie schätzt ihr das ein, dass auch noch höchstwahrscheinlich weitere Paare in Zukunft rauskommen werden? Also, dass man es nicht jetzt bei dem Schuh noch beruhen lässt, denn er war ja eigentlich schon geplant für Dezember, sondern dass auch wirklich noch weitere Schuhe in Zukunft rauskommen werden. Wie findet ihr das? Schreibt ihr das gerne mal in die Kommentare. Und das wäre es tatsächlich schon zu dem Schuh gewesen für heute. Wir haben über alles gesprochen und dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und checkt uns auch gerne auf Instagram aus, denn da machen wir immer noch so ein paar weitere On-Feed-Bilder oder auch On-Feed-Videos. Da könnt ihr nochmal auschecken, wie sieht denn der Schuh dann wirklich am Fuß aus. Und dann wäre es für heute gewesen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.